Hallo Zuschauer, Follower und was auch immer, Abonnenten. Danke für die reichlichen Abonnenten. Ja, ich war auf dem Pullmarkt. Scheinbar ziehen solche Videos und da wollen ja auch immer wieder alle 18- und unter 18-Jährigen hin, um sich damit irgendwelchen Sachen einzudecken, die hoffentlich legal sind in Deutschland. Wir haben etwas Legales gekauft, ein wunderschönes Messer. Kann man da ein bisschen was erkennen? Kann man ja. Also in meinen Augen jetzt nachträglich betrachtet sehr schöne Qualität und mal ganz andere Herkunft, scheinbar russisch. Jo, hier kommt mal ein bisschen näher an den Tisch, dann schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen von nahen an. So, da schauen wir uns die ganze Sache mal von nahen an. Der Kollege könnte mal die Zoom-Taste betätigen. Das mache ich hinterher. Ach, das wird doch alles nichts. Dieses Video wird demnächst oder gar nicht hochgeladen. Ja, so, Russisch. Wurde mir so empfohlen vom Händler. Das soll Wopanta heißen auf Russisch. Und ich hoffe, man sieht das hinterher. Stahl. Es steht ja wirklich auch auf Russisch drauf. So Stahl heißt scheinbar dasselbe wie hier. 65 × 13. Also das muss ja irgendwas bedeuten. Ihr könnt es gerne googeln. Ich habe es probiert, es geht nicht. Und dann haben wir hier unten noch eine Nummer drauf. NO.FB. Keine Ahnung. So ist es immer, wenn man sich nicht vorbereitet. Aber ich habe eine tolle Lupe hier mit Licht für Blinde, also für mich. Das soll wohl bedeuten FB3021. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was das bedeutet. Jo, ansonsten gefällt mir hier die Verarbeitung, aber ich kann jetzt hier oben nicht sagen, ob das wirklich Damaszener Stahl darstellen soll oder ob das einfach bloß ein bisschen reingeätzt ist. Ich glaube eher mal letzteres, weil an den Rändern sieht man, dass das einfach nur so verchromter Stahl ist oder was auch immer. Die Äderung setzt sich an den Seiten nicht fort. Ansonsten hier... könnt ihr gerne mal was in die Kommentare reinschreiben, was das für ein Firmenzeichen ist. Soll das wirklich was mit Buckknives zu tun haben? Ich glaube eher weniger. Was ist das hier hinten für ein Symbol? Kann man... Ein Amboss. Ein Amboss. Ein Amboss könnte sogar stimmen. Hat also was mit Schmieden zu tun. Also schreibt es mal in die Kommentare rein. Die Griffbacken sind einfach nur Metall, scheinbar eloxiert. Es ist also nichts Holz. Also hier hat es mir sehr gut gefallen, wenn das wirklich Holz mit Fischhautverschneidung gewesen wäre. Aber ansonsten macht dieses Messer einen sehr wertigen Eindruck. Es ist schwer und es ist eigentlich ziemlich mächtig in der Hand. Wenn man damit dann wahrscheinlich einen Apfel aufsticht. Ach so, werbefreundlich sollen wir machen. Also dieses Messer ist nur für Radieschenernten oder Pilze ernten oder etc. Genau. Vielleicht Zombie-Pilze? Nein, auch nicht. Okay. Und auch keine anders sprechenden, dunkleren Zombies. Von sowas entfernen wir uns natürlich. Alles nur für die Werbewirksamkeit. Wo ist deine Rolex? Schon da? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Hier hinten, das sieht nochmal sehr gut aus. Das ist die Rückenfeder. Die ist hier gestaltet, sage ich jetzt mal, eingeriffelt. Ich hoffe, man sieht das hinterher wirklich. Er zoomt ran, hat er gesagt. Die Feder geht übrigens sehr straff. Man muss ja mächtig pressen mit dem Daumen, um das Messer zu öffnen und zu schließen. Es rastet hörbar ein, also ein Einhandmesser ist das natürlich nicht. Demzufolge konform mit der Gesetzgebung, dieses Pilzmesser dürft ihr mit euch herumtragen. Gefällt mir. Wie gesagt, ein sehr schweres, mächtiges Messer. Wie gesagt, der Gürtelclip gefällt mir. Es ist alles mit Torx-Schrauben befestigt, die auch schön eingepasst sind. Das sieht alles richtig gut aus. Wie gesagt, mit kyrillischen Buchstaben, das ist mal was anderes. Hatten wir bisher noch nicht. Der Nagelhieb ist sehr groß. Ich hoffe, man sieht das. Mhm. Der ist also was für sehr große Finger und seltsamerweise setzt sich die Kerbe von dem Nagelhieb hier vorne noch so auslaufend fort. Am Klingenrücken, das gefällt mir irgendwie auch. Das sieht alles also mal nicht so billig aus wie sonst. Wie gesagt, russisches Messer, das erste, was ich habe. Hier hinten ein bisschen verziert, sieht alles gut aus. Wir kommen mal hier zum Schnittest. Und ich gebe es zu, das ist Videoversuch Nummer 3 schon. Das erste habe ich verhunzt, Versuch Nummer 2 habe ich selber gelöscht, kurz vorm Hochladen. Wir versuchen es jetzt nochmal mit dem Kameramann zusammen. Versuchen wir es jetzt hier nochmal zum dritten Mal in Gemeinschaftsproduktion. Daher weiß ich, dass dieses Messer wirklich scharf ist. No, das hat doch was. Wenn man schwungvoll die Klinge durchzieht, überhaupt kein Problem. Wie gesagt, der polnische Verkäufer hat dieses Messer angepriesen wie nichts. Er hat gesagt, guter Stahl. Es ist wirklich so, es war auch nicht eins von den billigen Messern, sagen wir mal ganz ehrlich. Aber ich habe einen guten Preis bekommen, da maul ich jetzt auch nicht. Also ich sag mal so, man muss das natürlich auch in der richtigen Ecke halten und gleich vernünftig eintunken ins Blatt. Ihr seht's, das hat was. Also dieses Messerchen hat was. Ein ordentlicher Stahl. Naja, jetzt geht's nicht mehr. Man kann schon etwas damit schlitzen. Der Papiertest wurde bestanden. Und ich sage mal ganz ehrlich, bei dem Messer habe ich wirklich nicht bereut, dass ich es gekauft habe. Auch ich musste schon etwas länger suchen, sagen wir mal so, weil viele von diesen polnischen Ständen haben ja doch ein ganz ähnliches Angebot bei Messern. Und es lohnt sich auch nochmal hinter den Ladentisch zu schauen, ob noch ein paar Ladenhüter da sind von vorherigen Lieferungen, die anderswo nicht mehr da liegen. Und da war auch dieses Messer dann dabei und das hat was. Es ist ein schönes Messer, sagen wir mal ganz ehrlich. Für den Preis eine gute Qualität, ein schöner Stahl. Vielleicht kann man da auch nochmal einen Feinschliff ansetzen. Die Klinge sieht gut aus, etwas angeranzt von mir, weil ich damit schon hantiert habe im Test. Ein schönes Messer, sagen wir es mal ganz ehrlich. Gönnt euch, Freunde, kauft schön ein auf dem Polenmarkt.